Endlose Dünenlandschaften und eine sengende Hitze. Wenn es um die Frage nach der größten Trockenwüste auf unserem Globus geht, führt kein Weg an der gigantischen Sahara vorbei. Mit einer sagenhaften Fläche von mehr als 9 Millionen Quadratkilometern ist das Ödland in Nordafrika in etwa so groß wie die Vereinigten Staaten von Amerika. In der allgemeinen Wahrnehmung sind Wüsten vor allem für ihre große Hitze bekannt. Allerdings stimmt das nur zum Teil. Während das Thermometer in der Sahara im Sommer problemlos auf über 40 Grad Celsius klettert, fallen die Werte in den Winternächten unter den Gefrierpunkt. In einigen Teilen dieser gewaltigen Wüste fallen in einem Jahr nur wenige Millimeter Niederschlag vom Himmel. Doch das war nicht immer so. So wissen wir mittlerweile, dass uns die Sahara vor einigen tausend Jahren noch ein vollkommen anderes Gesicht präsentierte. Einige geheimnisvolle Karten bringen unser Bild über die Geschichte der Wüste jedoch ins Wanken. Denn obwohl diese nur wenige Jahrhunderte alt sind, zeigen sie noch immer viele Flüsse, die sich durch das staubtrockene Sandmeer schlängeln. Doch was hat es mit diesen rätselhaften Abbildungen auf sich? Müssen wir die Entwicklung der Sahara neu überdenken? Lasst uns gemeinsam einen genaueren Blick auf dieses spannende Thema werfen. Blühende Vergangenheit. Gigantische Seen, grüne Savannen und weidende Tierherden – all dies bringen wir heutzutage nicht mehr mit der Sahara in Verbindung. Wenn wir das Rad der Zeit jedoch um einige Jahrtausende zurückdrehen, so erkennen wir, dass die Trockenwüste auf eine buchstäblich blühende Vergangenheit zurückblickt. So gilt es mittlerweile als gesichert, dass die Sahara in den zurückliegenden 200.000 Jahren dreimal erblühte – und das jeweils einige tausend Jahre lang. Die erste Phase trug sich vor rund 120.000 Jahren zu und hielt rund 10.000 Jahre an. Vor 50.000 bis 45.000 Jahren präsentierte sich die Trockenwüste dann erneut in einem satten Grün, bis dann die letzte Blütezeit endete und das war um das Jahr 3200 vor Christus. Als das Ödland noch eine fruchtbare Savannenlandschaft war, lebten hier auch viele Jäger und Sammler, die schließlich auch damit begannen, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Was aber nicht jeder weiß: Früher war die Sahara sogar von einem der größten Seen der Erdgeschichte geziert. Dabei handelte es sich um den sogenannten Mega-Tschad, der einst eine Ausdehnung von 1,95 Millionen Quadratkilometern besaß. Zur Einordnung: Das Kaspische Meer, das derzeit größte See der Erde, besitzt eine Fläche von 371.000 Quadratkilometern. Während es der Mega-Tschad vor 6.000 Jahren noch immer auf eine Ausdehnung von 360.000 Quadratkilometern und eine mittlere Tiefe von 65 Metern brachte, begann er im Zuge der lokalen Klimaveränderungen immer weiter auszutrocknen. So kam es, dass sich das gigantische Gewässer vor 4000 Jahren in drei bedeutend kleinere Seen unterteilte, von denen heutzutage nur noch zwei existieren. Selbstverständlich betraf der Anbruch der Trockenperiode aber nicht nur die Gewässer. Auch die Savannen, die Tiere und der Großteil der menschlichen Bewohner wichen vor dem immer länger werdenden Arm der Wüste zurück. Die Völker, die sich in den darauffolgenden Jahrhunderten in der Sahara niederließen, waren fortan auf Oasenwirtschaft und den Handel mit anderen Gruppen angewiesen. Angesichts der offiziellen Geschichtsschreibung ergibt sich nun jedoch eine drängende Frage. Wie ist es möglich, dass einige Karten, die erst lange nach der Blütezeit der Sahara entstanden, noch immer von zahlreichen Seen und Flüssen geziert werden? Rätselhafte Karten. Um uns diesem aufregenden Thema zu nähern, sollten wir zunächst einmal einen Blick auf eine eher unbekannte Karte werfen. Das entsprechende Objekt stammt aus dem Jahr 1551 und befand sich einst im Besitz von König Ludwig II. Auf der entsprechenden Abbildung können wir viele Wasserläufe erkennen, die sich von der Küste tief ins Landesinnere schlängeln. Auf modernen Karten suchen wir die entsprechenden Flüsse jedoch vergebens. Noch mysteriöser erscheint der große Fluss, der sich geradewegs durch die Mitte der Sahara zieht. Doch um welches Fließgewässer könnte es sich dabei im Detail handeln? Zunächst könnte man meinen, dass wir es hier mit dem Senegal zu tun hätten. Wenn wir jedoch die Lage und den Verlauf des Flusses anschauen, erscheint diese Vermutung alles andere als wahrscheinlich. Wer nun glaubt, dass es sich bei der Karte von König Ludwig II. Um ein fehlerhaftes Einzelstück handelt, der hat sich getäuscht. So fertigte der portugiesische Kartograf Diogo Homem, der ebenfalls im 16. Jahrhundert lebte, eine vergleichbare Abbildung an. Auch hier finden wir den gewaltigen Fluss, der sich vom Osten der Sahara quer durch die Wüste zieht und fast in den mächtigen Nil mündet. Doch wie kommt es dann, dass wir heutzutage so wenig über diesen riesigen Flusslauf wissen? Trocknete das Gewässer urplötzlich aus und geriet anschließend vollkommen in Vergessenheit? Auch die Karten des Geographen Gerhard Mercator legen den Schluss nahe, dass sich das natürliche Antlitz der Sahara vor wenigen Jahrhunderten noch vollkommen anders repräsentierte als heute.
Neben dem bereits erwähnten Fluss in der Wüste stoßen wir jedoch auf ein weiteres auffälliges Detail. Auf der Karte von Mercator erkennen wir, wie sich der Nil weitläufig verzweigt und in unterschiedliche Richtungen aufteilt. Von einem solchen Verlauf fehlt heutzutage allerdings jede Spur. Unentdeckte Geheimnisse? Richten wir unsere Aufmerksamkeit nun einmal auf die Flüsse, die sich von der Küste ins Landesinnere erstrecken. Dabei sehen wir, dass entlang dieser Ströme zahlreiche Siedlungen und Städte verewigt wurden. Diesbezüglich lohnt sich ein Blick auf eine Karte, die Petrus Bertius im Jahr 1645 anfertigte. Die entsprechende Abbildung gewährt uns noch einmal einen detaillierten Einblick in die entsprechenden Fließgewässer und die Ortschaften, die entlang der Flussläufe errichtet wurden. Eine andere Karte, die im Jahr 1639 veröffentlicht wurde, zeigt uns ebenso das riesige Netzwerk von Flüssen, das sich praktisch kreuz und quer durch die Sahara bahnt. Womit wir dann wieder bei unserer ursprünglichen Frage angelangt wären. Wie kann es sein, dass damals so viele unterschiedliche Karten angefertigt wurden, die uns solch spektakuläre Flüsse inmitten der größten Trockenwüste der Welt zeigen? Sollten die Abbildungen tatsächlich die Realität wiedergespiegelt haben, so wäre dies mit tiefgreifenden Folgen verbunden. Demnach könnten dort lang vergessene Zivilisationen existiert haben, die mittlerweile vollkommen in Vergessenheit geraten sind. Wer weiß, vielleicht verstecken sich unter dem heißen Wüstensand auch noch immer die Relikte verlorener antiker Völker. Tatsächlich sind große Teile der westlichen Sahara archäologisch weitestgehend unerforscht. Diesbezüglich vermuten die Forscher, dass in der Wüste noch immer viele unentdeckte Spuren ehemaliger Bewohner schlummern, die dann schätzungsweise bis zu 11.500 Jahre alt sind. Die Nabta-Playa-Ebene könnte uns dabei einen authentischen Vorgeschmack jener archäologischen Schätze liefern, die seit jeher darauf warten, entdeckt zu werden. Die Nabta-Playa-Ebene. Etwa 100 Kilometer westlich von Abu Simbel, im Osten der Sahara gelegen, verkörpert die Nabta-Playa-Salztonebene eine der faszinierendsten archäologischen Stätten auf unserem Globus. Im Laufe der Jahre gelang es den Forschern, hier zahllose Artefakte unserer Vorfahren zu bergen, die uns einen lebhaften Einblick in den Verlauf der Menschheitsgeschichte gewähren. Der Hintergrund? Als uralte Karawanenpiste wurde die Nabta-Playa-Ebene über viele Jahrtausende hinweg genutzt. So wagen die Archäologen hier unter anderem 8000 Jahre alte Keramikfragmente. Dabei handelte es sich jedoch nicht bloß um simpel verarbeitete Alltagsgegenstände, sondern um farbenfrohe, komplex verzierte Artefakte. Tatsächlich legen einige Entdeckungen die Vermutung nahe, dass die damaligen Bewohner der Nabta-Playa-Ebene gesellschaftlich bedeutend höher organisiert waren als die Siedler im Niltal. Andere Objekte zeigen uns wiederum, welche heiligen Rituale die Menschen in der Salztonebene durchführten. So gehörte das Opfern von Rindern fest zum kulturellen Leben dazu. Anschließend wurden die Tiere in steinernen Kämmern beigesetzt. Möglicherweise färbte dieser Kult auch später auf einige Bräuche der alten Ägypter ab. Zu den größten archäologischen Attraktionen der Nabta-Playa-Ebene gehört wiederum ein uralter Steinkreis. In der Nähe eines ausgetrockneten Sees errichtet, wird das Monument häufig als Stonehenge der Sahara bezeichnet. Eine Bezeichnung, die allerdings etwas irreführend ist. Denn tatsächlich ist das Konstrukt in der Wüste rund 1000 Jahre älter als der weltberühmte Steinkreis in England. So handelt es sich dabei um eines der ältesten bekannten prähistorischen Observationen überhaupt. Sehr wahrscheinlich wurde der Verbund aus Megalithen für kalendarische Zwecke genutzt, wie etwa zur Bestimmung der Sommersonnenwende. Auf diese Weise wussten die Menschen, wann es an der Zeit war, in die Winterquartiere überzusiedeln. Gemeinhin wird vermutet, dass die Nabta-Playa-Ebene so etwas wie die Wiege vieler kultureller und gesellschaftlicher Errungenschaften darstellte. So könnten sich die astronomische Kalenderbestimmung, die Milchwirtschaft und der Rinderkult von hier aus auf viele andere Hochkulturen übertragen haben. Mysteriöse Steinstrukturen. Wie bereits kurz erwähnt, wartet der Großteil der westlichen Sahara noch immer darauf, archäologisch erforscht zu werden. Wie lohnend die Untersuchung dieser weitläufigen Landstriche sein kann, zeigen die hunderten geheimnisvollen Steingebilde, die dort vor einigen Jahren aufgespürt wurden. Dass die entsprechenden Areale bislang nur sehr spärlich untersucht wurden, liegt vor allen Dingen an den vielen politischen und militärischen Konflikten, die dort immer wieder auflodern. Umso wertvoller erscheint daher die Entdeckung der unzähligen Steinstrukturen. Diese weisen die unterschiedlichsten Formen auf. Während manche an Halbmonde erinnern, sind andere kreisförmig, geradlinig oder rechteckig. Wiederum andere wurden zu Haufen aufgeschichtet oder präsentieren sich als flache Plattformen. Zusammengenommen bilden die einzelnen Objekte einen über 600 Meter langen Komplex. Welchem Zweck die unterschiedlichen Gebilde einst dienten, ist jedoch nicht klar. Möglicherweise fungierten manche von ihnen als Grabsteine. Darauf lassen jedenfalls die 1500 Jahre alten menschlichen Knochen schließen, die dort gefunden wurden.
Der bemerkenswerte Fund zeigt uns wieder einmal, wie sehr sich das Gesicht der Sahara im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat. So lebten hier einst bedeutend mehr Tiere als heutzutage. Unter anderem konnten dort bereits Felszeichnungen von Rindern, Giraffen und Antilopen entdeckt werden. Tja Leute, jetzt ist eure Meinung gefragt. Was denkt ihr über die geheimnisvollen Karten der Sahara? Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen und euer Feedback zu unserem heutigen Video doch wie immer ganz einfach unten in die Kommentare rein. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um von jetzt an immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Werft zum Schluss doch auch noch einen Blick auf die anderen spannenden Videos unseres Kanals, zu denen ihr gelangt, indem ihr jetzt auf eins der Bildchen hier im Abspann klickt. Damit vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.